Nicht nur Sie sind unterwegs Anfang Januar, sondern auch die Berzeli. Das sind wilde Gestalten und die treiben immer am 2. Januar am Berchtoldstag ihr Unwesen. Und das tun sie in Halbwil in der Schweiz. Der Tannreisig, der Strauma, der Hobuschbönig und der Stechpalmig. Zusammen heißen sie Berzeli, ein Dutzend wilde Gestalten, die am Berchtoldstag, dem 2. Januar, im Schweizer Halbwil ihr Unwesen treiben. Auch das Wetter treibt seine Kapriolen rund um den Halbwiler See. Hier sind die Berzeli zu Haus. Seit der Reformation spielt die Fasnacht in Halbwil keine große Rolle mehr. Dafür verkleidet man sich am 2. Januar. Benötigt wird alles, was die Natur im Winter so hergibt. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Halbwiler gut beschäftigt. Wie viel deiner Reise braucht ihr denn am Berzeli-Tag? Einige. Also wir müssen hier das Auto ziemlich füllen. Wir müssen ein ganzes Kostüm voll Tannreisig haben. Einige Kilo, die wir hier brauchen. Die einen sammeln Reisig, die anderen hobeln fleißig. Denn für den Brauch werden kistenweise Späne benötigt. Wie viele Bretter müsst ihr hobeln? Ja, etwa 10 bis 20, würde ich zum mal schätzen. Je nachdem, wie gut das Bretter auch laufen. Die hölzerne Lockenpracht wird auf einen alten Militärmantel genäht. Fertig ist das Gewand des Hobuschbönig. Und das ist nur etwas für kräftige Kerle, denn dieser Kittel ist einen halben Zentner schwer. Bei den Berzeli gibt es grüne und dürre. Die einen stehen für den Frühling, die anderen für den Winter. Der Hobuschbönig ist ein Vertreter der unfruchtbaren Jahreszeit. Während sich die älteren Burschen noch als Berzeli verkleiden, sind die Halbwiler Buben schon als Vorgruppe unterwegs. Ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ganz nach dem Motto, früh übt sich. Der kleine Stechpalmig geht jedenfalls schon ran wie die Großen. Was bist du jetzt für einer? Lümpi. Lümpi? Ja. Was macht der Lümpi? Galtäglich einsammeln. Aha. Und kriegt man da viel? Ja, es geht. Nicht so viel. Etwa so bis 27 Franken können wir rufen. Pro Person oder pro Gruppe? Pro Person. Was macht er mit dem Geld? Ja, da können wir etwas kaufen und so. Bei so viel Charme gibt jeder gern sein Schärflein. Das Kamel, vierbeiniger Begleiter der Berzeli, ist nebenbei noch Kassenwart. In der Zwischenzeit sind die ausgewachsenen Berzeli, sie müssen ledig sein und in Halbwil wohnen, ein gutes Stück vorangekommen. Bis auf wenige Neuzugänge haben sich die Figuren seit 60 Jahren kaum verändert. Damals bekamen die Berzeli ihr heutiges Design. Okay, los. 1, 2, go! Go, 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 go! Ah! 6 Stunden kommt er aus dem stacheligen Stechpalmenpanzer nicht mehr heraus. Ein schweißtreibendes Programm. Zuerst gibt es mal eine Route durchs Dorf. Machen wir 2 so Schlaufen. Und anschließend gehen wir dann in die Nachbargemeinde, dort in das Restaurant. Und noch ein Neujahrsapero besuchen. Ganz Halbwil ist nun auf den Beinen. Gerade mal 700 Einwohner hat die Gemeinde. Jedem ist die Abreibung sicher und nur wenige entgehen dem Strafgericht. Also, das ist der Hobuschbönig und das ist Stechpalmig. Nicht nur Mädchen, auch Jungs sind beliebte Opfer und werden von den Berzeli geknutscht. Und da muss man aufpassen, wenn die kommen. Wenn man wegspringt, dann umarmen sie einen. Gutes Neues wünschen die Berzeli am 2. Januar. Gibt es ein gutes neues Jahr, wenn man so umarmt wird? Ja, damit auf jeden Fall. Ja. Wenn das mal kein guter Anfang ist im neuen Jahr. Die seichnasse Saublader weckt Lebensgeister und bringt verlorene Energie sofort zurück. Halbwil im Ausnahmezustand. Der Berzeli-Tag ist nicht jedermanns Sache. Mitmachen oder meiden, lautet die Devise. Ist einmal die Meute durch, bleibt häufig als Nachzügler das Kamel und bezieht von der eigenen Truppe Schläge. Schon vor 150 Jahren gab es in Halbwil einen schriftlich bezeugten Maskenbrauch. Kinder haben das Treiben ins 20. Jahrhundert getragen.
Eine feste Kleiderordnung besitzen die Berzeli aber erst seit 1949. Die Vorlagen von damals sind noch erhalten. Seither ein bedeutendes Ereignis zur Jahreswende. Es ist Abend geworden und aus Regen wird allmählich Schnee. Die Wirtschaften in den Nachbarorten sind endlich an der Reihe. Manch einer hockt hier schon den ganzen Nachmittag beim Berzeli-Jassen, beim Kartenspiel und wartet auf den hohen Besuch aus Hallwil. Auch das Kamel ist gut parkiert, von zarten Händen dirigiert. Den Obolus kassiert der Ort, ein alter Knacker. So werden Larven und Gewände erhalten und ein guter Zweck im Ort unterstützt. Wie ist der Eindruck? Ja, wie soll ich sagen? Sie nehmen sich nicht zurück. Sie sind sehr spontan. Ohne Verlust, würde ich sagen. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste seit vielen Stunden schon. Die grünen, die fruchtbaren Berzeli wieder tannriesig. Aber auch der Spölchertler, der Spielkartenmann, wird am Abend noch fleißig. Und immer wieder ein gutes Neues, der derbe Neujahrsgruß der Berzeli. Warum ist es so wichtig, dass Sie kommen? Ja, weil Sie uns Glück bringen. Gutes neues Jahr und ja. Sie haben jetzt wahrscheinlich ein besonders gutes Jahr zu erwarten, nachdem Sie so arg von den Berzeli geknutscht worden sind. Ich will hier weg. Weg kommt hier keiner so schnell. In Hallwil wird am 2. Januar noch lange gefeiert, bis tief in die Nacht.